Und wir wollen ein bisschen hinter die Dinge hören. Deswegen freue ich mich, dass uns aus Leipzig zugeschaltet ist Professor Solveig Richter. Sie ist Professorin für internationale Beziehungen und transnationale Politik an der Universität zu Leipzig. Ich grüße Sie, Frau Professor Richter. Hallo. Frau Richter, der westliche Balkan gehört in die Europäische Union. Dieses Zitat von Olaf Scholz gab es bereits im Mai. Die Frage ist, ist es klug, im Grunde genommen schon einen Blankoscheck vor Beginn einer Reise auszustellen? Na gut, es ist ja in dem Moment kein Blankoscheck. Er sagt ja nichts Spektakuläres oder sehr Originelles oder sehr Neues. Fakt ist, dass in allen EU-Dokumenten steht, dass der westliche Balkan eine EU-Perspektive hat. Und insofern wäre es eher etwas Spektakuläres gewesen, wäre Olaf Scholz davon abgerückt. Die Frage ist ja nicht, ob das strategisch klug ist, sondern wie Glaubwürdigkeit dessen, was er da sagt, also wie Glaubwürdigkeit der Satz ist, dass der westliche Balkan in die EU gehört, angesichts der vielen Probleme, die der westliche Balkan im Moment noch hat. Also messen wir dann jetzt in der Praxis mal die Glaubwürdigkeit dieser Aussage am Verhalten und Agieren Deutschlands. Dann sind wir im Grunde genommen bei Deutschlands Rolle in der Balkanpolitik der Europäischen Union. Wie stark, wie groß nehmen Sie die wahr? Deutschland ist ein sehr wichtiger Partner für die Westbalkanstaaten, nicht nur symbolisch, sondern auch in wirtschaftlicher Hinsicht, als Arbeitsmarkt beispielsweise, als einer der großen Förderer des Erweiterungsprozesses innerhalb der Europäischen Union. Aber gleichzeitig war Deutschlands Position immer auch sehr ambivalent. Also Deutschland hat auch in vielen Punkten über die letzten Jahre durchaus ausgebremst, hat auch eine sehr geostrategisch-geopolitische Rolle übernommen, hat zum Beispiel die Unabhängigkeit des Kosovo sehr klar auch gegen Serbiens Wunsch unterstützt. Und hat damit eben auch sich zum Teil sehr geostrategisch ambivalent im westlichen Balkan verhalten und hat eben an bestimmten Stellen durchaus den Erweiterungsprozess auch in Brüssel ausgebremst. In den letzten Jahren, das heißt, Sie beziehen durchaus jetzt auch die Kanzlerschaft von Frau Merkel mit ein und das deutsche Agieren in diesen 16 letzten Jahren. Das bringt uns jetzt ein bisschen noch zu sozusagen der Taktung dieser Reise. Diese Reise beginnt dann offenbar ganz bewusst in Pristina, um auch ein Signal Richtung Belgrad zu setzen. Oder wie würden Sie das interpretieren? Genau, also was immer damit auch bezweckt wurde, es setzt natürlich in der Region ein sehr politisches Signal. Ne? Also die Unterstützung des Kosovo als unabhängigen Staat, die Unterstützung des Kosovo auch als verlässlichen Partner und die Unterstützung für den EU-Erweiterungsprozess des Kosovo. Und Serbien hat sich ja nun ganz bewusst auch geopolitisch im Moment anders positioniert. Wir haben das gesehen mit den Problemen um den Besuch des russischen Außenministers Lavrov in Belgrad, der dann nicht stattfand. Aber insofern erweist sich diese Reise oder dieses politische Signal natürlich auch als ein sehr strategisches, eine sehr strategische Positionierung von Olaf Scholz. Der Hintergrund ist dann zu dieser Lavrov-Reise, dass die Überflugrechte von den Anrainerstaaten von Serbien nicht erteilt wurden. In der Tat wird das jetzt sozusagen der schwierigere Teil dieses Besuches sein in Belgrad, da bei Herrn Vučić mit diesen freundschaftlichen Beziehungen, die ja nicht nur Richtung Russland, sondern auch Richtung China durchaus aktenkundig sind. Wie groß kann jetzt überhaupt noch einmal der Druck oder der Hebel von Herrn Scholz sein, in dieser Frage, sich klarer zu positionieren? Na gut, es gibt zwei Punkte, die man in der Hinsicht beachten muss oder die in der Hinsicht wichtig sind. Der erste Punkt ist, dass Serbien ja weiterhin auch der EU beitreten will und damit Olaf Scholz gemeinsam mit den anderen EU-Staaten ja durchaus einfordern kann, dass es auch eine gemeinsame Linie gibt im Hinblick auf Drittländer. Und das betrifft eben in dem Moment ganz konkret auch die Politik gegenüber Russland. Und Serbien hat sich ja sehr deutlich damit auch isoliert, also gehört ja sozusagen zu einem der Ländern, die die russische Invasion nicht in dem Ausmaß kritisiert haben, wie das zu erwarten gewesen wäre. Gleichzeitig muss man aber auch im Hinterkopf behalten, dass es innerhalb der EU ja selbst einige Staaten gibt und hier ganz explizit Ungarn, welches sich ja auch so ein Stück weit durchlaviert, welches zwar die EU-Position zum Teil mitträgt, aber dann wiederum auch Sanktionen ausbremst und blockiert, sodass sie eine einheitliche und damit glaubwürdiger Druck auch seitens Olaf Scholz ja selbst von einigen EU-Mitgliedstaaten immer wieder untergraben wird. Sie beschäftigen sich sehr genau mit dem Balkan, kennen auch die beiden Länder, die er jetzt bereist, sehr gut. Was man sich ein bisschen fragt, also wenn ein Land in einen Kandidatenstatus will, dann muss es ja ein relativ langes Prozedere durchlaufen. Es müssen 35 Kapitel verhandelt werden. An welcher Stelle des Prozesses hakt es bei diesen beiden Staaten?
Also vielleicht, das trifft nicht nur auf Kosovo und Serbien, sondern letztlich auch auf alle anderen Westbalkanländer zu. Es gibt da verschiedene Gründe. Zum einen hat sich innerhalb der letzten Jahre, und das sehen wir eigentlich schon seit so 2004, 2005, ein Dedemokratisierungsprozess verfestigt. Das heißt, wir finden eine Verschärfung und Verfestigung von illiberalen, autokratischen Strukturen in diesen Ländern. Der Demokratisierungsprozess ist ins Stocken geraten und hier hat die EU leider nur wenig Mittel gefunden, dem entgegenzuwirken. Der zweite Punkt ist allerdings auch, dass es weiterhin eine Region ist, die von Krisen und Konflikten geprägt ist. Eine Region, die weiterhin eben auch damit kämpft, beispielsweise der Nichtanerkennung des Kosovo, aber auch den offenen oder beziehungsweise den immer wieder umstrittenen Staatsbildungsprozess in Bosnien-Herzegowina. Und diese Krisen und Konflikte führen eben dazu, dass diese Länder ja gewissermaßen stehen geblieben sind, auch in ihrer Demokratisierungsentwicklung. Und dass die EU hier nur sehr begrenzte Instrumente gefunden hat, diese Länder letztlich weiterhin auf diesem Demokratisierungspfad zu begleiten. Herzlichen Dank für Ihre Expertise an diesem Nachmittag bei Phoenix. Professor Solveig Richter war das von der Universität in Leipzig. Dankeschön.